Wenn Sie bis jetzt die Theorie nicht wirklich gefunden haben, heute Morgen steigen wir wirklich sehr, sehr tief ein. Ich freue mich sehr. The floor, my dear, is all yours. Dankeschön. Dankeschön. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bleibe auch sehr stark bei der Praxis, aber es gibt natürlich, wie wir auch beim Vortrag vorab gesehen haben, Das darfst du auch, ja. Genau. Auch in der Alltag, in der Banalität viel Theoretisches versteckt. Ja, ich lade Sie ein zu einem Museum für alle. Wir haben hier, ich glaube, das war das Plakativste, was wir in den letzten ein, zwei Jahren in Wien gesehen haben. Das Kunsthistorische Museum hat zum 125-jährigen Jubiläum Museum für alle als Slogan ausgerufen, auf Plakate gedruckt, auf eine Goldmünze geprägt, auf Liegestühle gedruckt, hat sogar Eis serviert und die Kunstvermittlung auf den Maria-Theresien-Platz vor das Haus geholt. Und mit sozusagen, ja, auch mit tollen Spielereien zu der Saliera, das bekannteste Objekt des Kunsthistorischen, nochmal für die Social Medien aufbereitet. Wirklich gestartet bin ich mit diesem Museum für alle. Das ist wirklich eine Mikrostudie, die ich mit meinem Kollegen Florian Bettel von der Universität für angewandte Kunst gemacht habe, mit dem Wien-Museum. Aber mehr noch, mit dem Wien-Museum, jetzt muss ich kurz zurück, weil es sozusagen ein Museum für alle ausgerufen hat, zu einem strategischen Zeitpunkt. 2015 gab es einen Direktorenwechsel und die bekommen ein neues Haus, was einen Umbau in dem Fall, aber das sozusagen bauliche Veränderungen, aber inhaltliche Veränderungen möglich macht. Das Interessante ist, ich habe damals, wie wir diese Analyse gemacht haben, Screenshots gemacht von der Homepage. Ich bin jetzt noch einmal draufgegangen und es steht nicht mehr Museum für alle da. Was wirklich meine Hauptthese auch ist, dass ein Museum für alle oft ein Museum für zu viele für das Museum auch sein kann. Hier sprechen Sie nicht mehr vom Museum für alle, sondern von Feedback. Und Sie können, also es ist schon eine zaghafte Einstellung, Sie können uns Feedback geben, aber eventuell können wir das sozusagen aufnehmen. Und es wird einfach aber ganz strategisch schon auf einen bestimmten Aspekt, auf die Gestaltung des Außenraums. Das Kunst ist, da komme ich zu einem Beispiel, da muss man das Museum für alle erst suchen. Ich zoome nochmal ran. Wenn Sie hier, ich glaube, ich weiß nicht, wer entdeckt es? Es ist ganz klein, ne, vielleicht, genau oben rechts, da haben wir eigentlich eine Preisliste, was wir wirklich suspekt oder was wir gewundert haben, warum steht denn Museum für alle auf einer Preisliste? Der Fall ist so gewesen, dass die erste Stiftung, das ist eine Sparkasse, hat letztes Jahr 2015 eine Förderung bekommen und da hat das Volkskundemuseum Wien experimentiert und ein Jahr lang freien Eintritt gemacht, was aber auch zu unterschiedlichsten Reaktionen von Kooperationsaufkündigungen und weil auf einmal kein Mehrwert mehr da ist, wenn man gratis mit der Kooperationskarte rein kann, bis schon auch laut des Direktors und der Kuratoren, also die ich kenne sozusagen persönlich, schon zu einer Öffnung des Hauses oder einem anderen Selbstverständnis geführt hat und geblieben ist ein offener Durchgang, man kann jetzt durchs Haus in einen Park gehen. Es steht aber hier nicht nur Museum für alle, sondern es steht Museum wirklich für alle, sozusagen in Reaktion, das sieht auch, die Häuser sind immer in Relation zu betrachten, auf das Kunsthistorische Museum, wo das Volkskundemuseum das so als marketingstrategische Vereinnahmung betrachtet hat und sie sozusagen noch wirklich auch als Aufforderung an sich selbst, aber wie man sieht, noch auch das alle groß geschrieben haben. Wenn ich wirklich so einen super, so diesen museumspolitischen Wandel beschreiben kann, sozusagen, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber von Kultur für alle, von den 1970er Jahren, man kann von diesen verschiedenen Wellen der Institutionskritik zu einem sehr starken Partizipationsbegriff noch stärker in den Nullerjahren und heute, also wir haben aktuell, gab es eine Ausschreibung, es reagiert schon kulturpolitische Debatten, das Stichwort Inklusion. Wenn ich es jetzt mit diesem Symposium noch angleichen darf, dann würde ich sagen, wird es noch ergänzt durch semantische Bestandteile wie Diversität und Teilhabe. Also es gibt ja immer so semantische Verschiebungen. Mein Vortrag ist dreigeteilt, wobei wirklich so 2.2 ist mein Hauptteil. Ich sage nur ganz kurz was zur Methode, weil ich zwar schon auch aus dem Kunstfeld komme, mich aber schon als empirisch arbeitende Kulturwissenschaftlerin verstehe. Also kurzer Aspekt, wie ich gearbeitet habe. Dann kommen die für alle, also auch die semantischen Differenzen, die ich entdeckt habe. Und dann kurz, also auch als Conclusio, das Recht auf Museum. Wir haben... mein Kollege und ich haben eigentlich ein Forschungsprojekt uns erdacht, das hat geheißen Recht auf Stadt, Recht auf Museum, Recht auf Stadt, Lefebvre. Recht auf Museum war unser, sozusagen unser Addendum, was wir haben wollten.
Ich zeige ganz kurz her, es ging einfach darum, dass es war 2014, es war doch noch eine etwas andere, auch inspiriert, muss man sagen, durch die neuen urbanen Protestbewegungen, auch durch die Stärke, die sie entfalten konnten, indem sie im urbanen Raum reagiert haben, sich versammelt haben, wirklich so old, also ganz alte Protestmechanismen wie Occupy, aber auch so ein versiertes Spiel mit sozialen Medien, aber auch ganz stark eine künstlerische Beteiligung, haben wir gedacht, na, es kann ja von diesem Park da rein, es muss doch Überlegungen geben, wo es wirklich auch so um gleiche Grundrechte geht, wie Zentralität, Teilhabe. Man müsste das doch auch aufs Museum übertragen können oder zumindest als Food for Thought mitnehmen. Also wir haben im Wien-Museum dann begonnen und weil eben das Wien-Museum gerade diesen Museum für alle ausgerufen, haben gedacht, ja, das ist der Moment, auch weil da viel Veränderung passieren kann, wir schauen uns das Haus genauer an. Mein Kollege hat hauptsächlich eine Dokumentenanalyse gemacht von Berichten von 1988 bis 2014. Kulturberichte, die Museen als öffentliche Institutionen auch geben müssen. Und wir haben 4 Expertinnen-Interviews. Mit zu der interessanten Situation, damals gab es 2 Direktoren, ein amtierender, aber der eine war schon im Haus, auch sehr eifrig und engagiert, und eine Kuratorin und eine Kunstvermittlerin. Dann kam es aber so, dass, ich muss sagen, dann gab es in der Kunsthalle, ein halbes Jahr später, gab es diese Pop-Art, diese Ausstellung, ich sage kurz die Ausstellung, die hat geheißen Politischer Populismus. Und gleichzeitig gab es da diese Pop-Art-Talks. Und das waren wirklich also sehr, ich finde das Format auch interessant, 26 Vorträge mit, ich glaube, 31 Personen zu jeweils 25 Minuten und wo die einen Fragenkatalog hatten. Netterweise hat mir die Kunsthalle den auch zugesandt und da waren Fragen dabei wie, hat sich die Forderung nach einer Kultur für alle in eine anti-elitistische Haltung verwandelt? Ich würde sagen, von der ist sie ausgegangen in den 70er Jahren. Verwechseln wir Eventisierung mit attraktiven, inklusiven Kulturangeboten und auch der immer wiederkehrende Topos des freien Eintritts. Das heißt, ich habe mir, muss man auch sagen, es gibt auch gute Veränderungen, man kann mittlerweile vieles nachhören, auch den Livestream hier. Es war auch so, dass in der Soundcloud alle Vorträge waren und ich habe sozusagen nicht selbst erhobenes Material, aber anderes Material noch in diese Analyse einbezogen. Ich arbeite sehr gern mit dem Forschungsziel von Grounded Theory, wo kommt das in den 60er Jahren? Und Grounded Theory kann man einfach übersetzen, man sucht nach einer nicht nach der großen Theorie, nicht dem großen Wurf, sondern nach einer stark gegenstandsverankerten Theorie. Man arbeitet ganz eng mit dem Text, das ist eine interpretative, hermeneutische Methode, wo man viel vergleicht und kodiert, was vielleicht jetzt Social Media mit dem Tagging auch viel passiert. Ich muss mich jetzt ganz kurz auch entschuldigen, also diese Zitate, die ich habe, sind aus dem deutschsprachigen Raum, aus Österreich, aus Wien hauptsächlich, und die sind auf Deutsch. Jetzt muss ich aber, und das ist natürlich für unser englisches Publikum nicht sehr inklusiv, also man sieht auch an meinem Vortrag auch schon die ganzen Schwächen und Problematiken. Ich sage jetzt dazu, ich werde sie nicht vorlesen, diese Zitate, aber immer auf bestimmte Aspekte hinweisen und selbst das deutschsprachige Publikum kann sich auch zurücklesen, lehnen und muss nicht lesen. Ja, also es ist einmal so, dass für alle ist auf alle Fälle ein Auftrag. Wir sind sozusagen zu Matti Bunzel, dem werdenden Direktor, hingegangen, hat es sozusagen aufgegriffen und sehr willkommen aufgenommen, auch affirmativ würde ich sagen, und hat gemeint, ja, auch er ist ein Österreicher, der vorher in Amerika war, in Boston, also der Gemeinde, der Gemeinschaft, der Population, dem Populus verpflichtet. Wolfgang Koos war lange Zeit der Direktor davor, ein sehr engagierter Museumsmacher, den sicher bestimmt auch viele von Ihnen kennen. Der spricht auch nicht nur von dem Auftrag, sondern auch von einem zunehmenden Anspruch der Menschen, dass sie sozusagen, was wir auch viel gehört haben, das ist nicht meine Welt, da gehöre ich nicht hin, oder das Zitat, Museum, warum soll ich mich dafür interessieren, wenn das nicht über mich ist. Es gibt aber schon auch die Tendenz, dass Menschen schon annehmen und voraussetzen, dass Museen auch für sie da sein sollen. Es ist auch mein Museum. Hier haben wir sozusagen das ist der Entwurf, der gewonnen hat, der Siegerentwurf, der sehr gelobt wird, trotz oder wegen seiner Zurückgenommenheit. Was man sieht, ich würde sagen, wenn es da auch so Rethink the Software, wie Alistair gesagt hat, ich glaube, es geht auch ganz viel, auch in meinen Interviews, ganz viel auch um Hardware. Und es ist kein Wunder, dass viele Museumsdirektoren, wenn sie beginnen, sofort einmal das Haus umbauen und Öffnungstendenzen vornehmen. Was man aber sieht, bei dem Entwurf, haben Sie gesagt, Sie hätten gern Vorschläge für das Außenzentrum, weil ich finde wirklich das Interessante ist, dass gerade da das unheimliche Manko ist, da ist eine Fläche, also es gibt noch Ansichten, ich persönlich finde, schaut schlimmer aus, also da kann man noch Anregungen, wie diese Öffnung wirklich funktionieren kann, geben dem Museum. Für alle bedeutet oft für Ausgewählte.
Jetzt sage ich, das ist jetzt ein Zitat von dem Pop-Art-Talks von dem MAG-Direktor Thun Hohnstein. Also wir haben auch einige sprechende Direktoren in meinem Vortrag. Das würde ich sagen, so ein Standard, da wurde er nach seiner Mission gefragt. Ja? Und das würde ich sagen, ist so ein Standardargument, was wahrscheinlich viele andere auch sagen würde. Das ist, wir haben wichtige Kunst, wichtige Objekte. Also zuerst hier und dann dieses Näherbringen einem Publikum. Ja, ich würde sagen, das ist so auch eine Marktlogik in gewisser Weise. Wir haben ein tolles Produkt, das möglichst viele kaufen oder sich anschauen, aber wir laden ein dazu. Noch ärger, oder ich würde sagen, das ist aber sozusagen, immer muss man auch sehen, das ist nur ein ausgewähltes Zitat. Gleichzeitig sagt Thun Hohnstein in einem anderen Zitat, dass es nicht mehr so ist, dass im Museum sich schon viel verändert hat und dass nicht mehr ein Podium zu einem Publikum spricht. Was anderes, ich sage jetzt nur ein extra Zitat, was ich auch aus einer anderen Forschung, die wir gerade machen, sogar in Kooperation mit dem MAG, ist so eine Multimedia Guide Smartwatch Applikationsforschung. Und da habe ich zum Beispiel ein Zitat auf der MUMOG Homepage entdeckt zum Multimedia Guide, wo da steht: Es ist ein Tool, it is a tool, ist vor allem auf Englisch noch präziser, for making our exhibitions accessible to a broad public. Und was wir da ganz stark haben, was im Vortrag vorher war, das Wir, ist gerade dieses Wir, was so ein Kunsttheoretiker sagt, hat sehr stark auch wir, die wir uns kennen, die wir uns auskennen, die wir wissen, zu einem anderen. Also das ist wieder eine britische, ganz aktuell rausgekommene Studie, No Longer Us and Them, was man hier so bei den Vorzitaten ganz stark gesehen hat, wo man aber auch sagen muss, das ist so vorreitermäßig vielleicht, was Community ist, aber ist natürlich auch stark in diese ganzen neoliberalen Tendenzen verstrickt. Wie auch sozusagen Partizipation, wenn das dann Ehrenamtliche sind, auch diese, wie Occupy Museum gezeigt hat, auch eine Problematik hat. Jetzt Schaffhausen ist ja auch, glaube ich, sehr rhetorisch so punktiert, oder sehr, der hat auch, wie diese Pop-Art-Talks geführt werden, die haben auch sehr journalistisch, punktuell, kuratorisch, so wie den Sozialwissenschaftler niemanden interviewen. Also Schaffhausen fragt dann, ja, warum muss man dann überhaupt das noch machen, wenn man eh nur sich im eigenen Kreis bewegt und nur die Nahen mitnimmt. Man kann sagen, es hat ein bisschen, resignierend würde ich gar nicht sagen, es hat was Trotziges. Wenn man aber jetzt auf die Statistiken sieht, und das ist wirklich nur eine Variable von vielen, aber wir wissen natürlich aus der Museumsforschung, dass Bildung eine Rolle spielt. Die zwei Torten schauen nicht sehr ähnlich aus. Wir haben, wenn Sie auf die rechte Tafel stehen, das Lilane, das sind die Akademikerinnen in Österreich, 7%. Und die sind, jetzt muss ich selber schauen, 54% im Museum. Und auf der anderen Seite sind Menschen nur mit Pflichtschulabschluss oder Grundschulabschluss, sind 41% in der Gesamtbevölkerung und nur 3% im Museum. Ich zeige jetzt wieder an meinem Vortrag auch eine Problematik, die mir begegnet ist. Die Studie ist von 2004, also auch, man kann sagen, lange her. Also wir wollen hoffen, dass sich was geändert ist, bin trotzdem ich zögerlich bei dem Argument, aber was man auch dran sieht, es gibt wenig Besucherforschung oder wenig Museumsforschung in Österreich. Ich glaube, Deutschland kann man sagen, ist besser, aber es gibt wenig Daten, wobei ich auch nicht, das kein Argument für andauernde Evaluierung sein muss, aber es wär schon interessant, auch Longitudinalstudien zu haben und zu sehen, wie es sich entwickelt. Auch die Museums, was mir aufgefallen ist, die Zitate habe ich nicht reingenommen, es gibt eine unheimliche Vagheit, wenn man nach Besuchern fragt. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, die Zahlen habe ich nicht da. Oder auch ein nicht besonders großes Wissen, auch berechtigterweise, weil es vielleicht wirklich keine Daten gibt, aber auch eine, was die Museen oft sehr stark kennzeichnen, keine große Offenheit, das mit anderen zu teilen. Wir kommen hier zu den 1970er Jahren, aber in einer Ausstellung, die heißt Besetzt. Ich habe in einem Text gelesen, wer Kultur für alle sagt, sagt Hilmar Hoffmann, 1979 das Buch, das er als Kulturdezernent in Frankfurt geschrieben hat. Hier sind wir genau in der gleichen Zeitzone. Ist eine Ausstellung über Hausbesetzungen und gegen kulturelle Bewegungen in den 70er Jahren. Die beiden Kuratoren haben auch ihre Ausstellung mit Für alle ihren Ausstellungseinführungstitel mit Für alle benannt, wo es wirklich so ging, Zitaten aus Flugblättern, es war gegen das Establishment und gegen das Fett auf der Suppe, um so zu zitieren. Was jetzt war, die haben bei dieser Ausstellung ganz stark mit diesen Szenen zusammengearbeitet und die Forderung, die sofort kam, wenn ihr so eine Ausstellung macht, ihr braucht Eintritt frei. In Österreich ist es auch immer zwischen Wünschen und Wirklichkeiten, in Österreich ist es so, als Beispiel, es gibt 6 große Häuser in Wien, das sind die Bundesmuseen, die haben eingeführt 2010 einen Eintritt für alle unter 19 Jahren.
glaube, da kann man sagen, das ist wirklich ein Good Practice Modell, hat sich anscheinend im nächsten Jahr schon um 30% die Besucherzahlen in dieser Sparte, Jugendliche, die doch sehr schwierig sind, wie wir gesehen haben, erhöht. Wenn wir aber schauen, das ist jetzt sozusagen die jüngste Statistik, die es gibt, die Statistik Austria, die auch eine Museumserhebung hat. Wir haben jetzt von 562 Museen, das ist die Grundgesamtheit, 82% der 700 Museen in Österreich haben geantwortet. Von denen haben 40% freier Eintritt, das ist nicht gerade viel. Was man aber sieht, dass sich doch das Preissegment nicht in einem sehr hohen Level befindet. Viele, also 2,5 bis 5 Euro und 5 bis 10 Euro sind der Standard. Es gibt, Pius Knüsel hat gemeint, dass wenn man einen freien Eintritt einführt, subventioniert man die Mittelschicht. Volker Kirchberg hat aber sehr wohl gezeigt, dass freier Eintritt eine Barriere ist. Und viel mehr noch als eine objektive, wenn man sagen kann, okay, ein Kaffee Latte kostet in Wien auch 3,80, ist es viel mehr noch eine, da muss ich mich aber beeilen, eine subjektive Barriere, die auch so sagt, das Museum ist nicht meins und es ist nicht naheliegend, das zu besuchen. Hier haben wir eine Spielstation, da geht es weniger um arm oder reich, hier geht es auch um jung oder alt, wo man sagen würde, so ja, Kunstvermittlung kommt aus dem Jugendbereich, wird sich niemand beschweren, hat die Isabel Termini, die Leiterin der Kunstvermittlung, gemeint, dass genau hier, immer wenn die Spielstation, die kommt immer im Winter, dass sie sich schon darauf fürchtet vor diesen endlosen Diskussionen, ist das sicher, ist das schmutzig, weil genau eine solche Spielstation mit Lärm, mit diesen Nebenwirkungen wie Lärm, Kinderwegen, Windeln, das Museum nicht auf sowas vorbereitet ist. Und das sozusagen genau mit diesem traditionellen oder, ich würde sagen, ja, das kann man auch sagen, das ist ein Mythos, aber mit diesem Bildungsideal von Alleinbesuchern, das ist überhaupt nicht stimmt, aber von sich vertiefenden Alleinbesuchern, ja, nicht korrespondiert. Für alle, mit allen, jetzt sind wir wirklich so, jetzt hüpfe ich ganz schnell in das heiße Thema. Mit allen, ich glaube, wenn wir so gehört haben, Museum 2.0, Museum 3.0, dass es immer, es gibt so eine Tendenz, gerade in dieser, wenn man nur den Titel hört, dass je desto partizipativer, desto aktiver, desto intervenierender, desto sozialaktivistischer, desto besser. Koos selbst hat so ein mit allen auch seine andere Terminologie in unserem Gespräch vorgeschlagen. Er sagt hier was von Mitdenken, dass sowohl Ausstellungen diese lebensweltliche Themen berühren können. Alle essen und trinken. Viele können sich erinnern an die Bundesgartenschau, das war so ein Ereignis, mit dem Sessellift gefahren zu sein. Und ich weiß nicht, wie viele haben das kleine Ich bin ich gelesen. Hier haben wir einen Fall des Miteinanderredens. Das ist der Gesprächskreis, wo in Kooperation mit der Universität Wien und der Dokumentation für lebensgeschichtliche Aufzeichnungen ein Seniorenkreis, auch zu dieser Senalko-Epoche, wo es um Miteinanderessen ging, eingeladen wurde. Was man jetzt sieht bei zwei Zitaten von der Isabel Termini, der Leiterin, sagt, es führt hier, die Menschen sind dem Museum total verbunden. Auch Koos spricht von warmen, von heißen Beziehungen, wenn das so ist, dass man sich sozusagen wo trifft. Aber es ist auch so, dass natürlich nicht das Interesse in allen Abteilungen gleich groß ist. Und was aber noch viel relevanter ist, sind die Ressourcen. Also sozusagen eine Ökonomisierung im Betrieb steht total einer Partizipation entgegen, die unheimlich viel Zeit braucht. Da gibt es natürlich die Skeptiker, und Koos ist auch ein sehr plakativer, auch ein guter Redner, der sagt, dann wollen Sie im Kino einen Dokumentarfilm über den Welthandel sehen, den ein Kapitän eines Schiffes dreht. Also ein Mann mit einer starken museologischen Expertise und auch einer Attitüde. Also es geht ihm darum, das schon das Berufsbild zu wahren. Und das Interessante ist, dass selbst Besucherinnen, und wir hatten unsere Krefelder Besucherinnen, auch die wollen es schon bewahren, weil es geht nicht nur eine Ausstellung zu machen für einige, sondern es geht auch um die anderen. Da steht sehr stark oft die Konsumierbarkeit und auch die Gestaltung im Vordergrund. Was aber jetzt auch ein Thema ist, dass sozusagen, was man gesehen hat bei den Good Practice Modellen, werden partizipative Ausstellungen genauso mit professionellen Gestalterinnen und so weiter bedacht. Bei der Besetzt-Ausstellung sieht man, was ich da sagen, was ist noch so, dass gerade die haben auch die Konsumierbarkeit, die wollten auch alle mitreden. Und das ist sozusagen ein wichtiges Zitat, was von der Martina Nussbaumer, der Kuratorin, ist. Da gibt es die Besetzt-Ausstellung, da gibt es Leute, die heute Museumsdirektoren sind und andere, die echt wirklich prekäre Existenzen haben. Und wenn man mit so einer hybriden Szene spricht, ist auch nicht nur die Frage, wer spricht im Museum, sondern auch, wer spricht für die Szenen. Für alle, das ist wirklich so meine Conclusio für Recht auf Museum, Recht auf Museum, für alle ist für viele, aber vor allem für vieles.
und ich möchte kurz drüber springen. Es geht darum, dass es eine öffentliche Institution ist, die gleichzeitig offen ist, und da möchte ich das schöne Fremdwort Alteritätstoleranz benutzen, weil es wirklich darum geht, auch für unterschiedliche Formen des Museums, von innen wie von außen, offen zu sein. Es ist populär im besten Sinne, indem es mit Polysemie sich verbindet. Das ist eine These von John Fiske, der sagt, dass einfach, wenn man verschiedene Deutungen anbringen kann und es vielleicht sogar angeregt wird, das ist, dann werden Werke oder kulturelle Produkte noch viel ansprechender. Was aber für mich wirklich wichtig ist, dass Museen sich at your service verstehen, wie wir auch beim Museumswandel sehen, und auch von Besucherinnen in ganz unterschiedlichen Nutzungen genutzt werden. Jetzt schließen möchte ich mit einem Zitat von einem österreichischen Sport, das ist der neue Direktor von der Merz-Akademie in Stuttgart, und ist wirklich Martin Fritz, und ich kann dem wirklich nur so zustimmen, und wenn ich sagen muss, ich muss auf ein allgemeines Zitat, wo man auch Theorie sieht, mein Recht auf Museum, Recht auf Stadt und Recht auf Museum unterbrechen, dann würde ich das mit Martin Fritz sagen. Vielen Dank.